Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room VR Dark Matter. Schön, dass ihr draußen wieder mit dabei seid. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle, die meine letzte Folge Rätselraten mit einer Bewertung unterstützt haben. Freunde, ich muss euch eine Kleinigkeit gestehen. Es sind leider 15 Minuten Gameplay flöten gegangen, weil sich meine PS5, warum auch immer, von alleine ausgeschaltet hat eben. Bisschen ärgerlich, denn hier hinter war ein sehr abgespacedes Rätsel, was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, die Aufnahme ist weg. Aber so viel ist es nicht, wie gesagt, eine Viertelstunde habe ich eh gebraucht für das eine Rätsel. Es waren so mehrere Bauklötze hier hinter, wenn man das Okular benutzt hat. Also ich muss das Okular einschalten. Hier hinter waren mehrere Bauklötze und dann konnte ich mit dem Hebel so immer drehen und halt die Bauklötze verschieben, bis dann letzten Endes da draußen ein kleines Bild entstanden ist. Hat geklappt, dann gingen hier die Türen auf, beziehungsweise die Flügel vom Skarabäus und dieses Tablett kam raus. So. Damit ihr jetzt auf dem neuesten Stand seid. Wir haben im Inventar diese eine Medaille. Die habe ich hier hinten rausgezogen gehabt. Und ja, jetzt weiß ich gerade nicht weiter. Das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand der Dinge. Genau, das war das Rätsel. Da haben wir das quasi gelöst. Da haben wir diese Medaille bekommen. So, und jetzt können wir weiter überlegen, was wir als nächstes tun müssen. Denn ich glaube nach wie vor, da wir das hier als vorletzten Schritt gemacht haben, hier muss irgendwas drauf. Das sieht aus wie so ein Tablett oder so, weil ich kann ja nichts greifen, nichts machen und tun. Wir haben auch nur das Okular. Es ist ein Hinweis verfügbar. Ziehe an dem Reiter, um ihn zu lesen. Hinweise lassen sich im Menü Optionen deaktivieren. Ach so, okay. Ach krass, okay, warte mal. Sollen wir spinksen? Sollen wir uns den Hinweis versuchen? Oder sollen wir erstmal so versuchen? Ich meine, geil, dass es das gibt. Aber bisher habe ich tatsächlich... Abgesehen von der ersten Folge, da musste ich mal, habe ich bei YouTube gespinkt, wie es weitergeht, weil ich komplett überfordert war. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es so krasse Rätsel werden, weil die echt sehr, sehr umfangreich gemacht sind von den Mechaniken her. Also richtig nice, aber halt nicht so einfach. Deswegen, ich will eigentlich nicht den Hinweis lesen. Ich will selber schaffen und gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, irgendwas müssen wir hier machen. Wir können ja mal nochmal zum Sarg gehen. So. Können wir hier irgendwas... Ja, siehste, Moment, hier können wir doch greifen. Hm? Das war's aber auch schon, mehr können wir nicht machen. Warte mal, was passiert denn überhaupt? Passiert hier irgendwas? Hm. Nicht wirklich. Aber das Symbol kommt mir auch bekannt vor, dieses... Nennen wir es mal großes M und das ist die Schaufel. Warte mal. Hier, da ist es nämlich. Da ist die Schaufel. Und da ist das M. Okay, komm. Wir schaffen das. Wir brauchen keine Hinweise. So, wir können hier... Ich kann hier nichts machen außer hoch. Okay, gucken wir mal. Kann ich irgendwas greifen hier? Nein, kann ich auch nicht. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie dieses Ding hier drehen. Hm. Nur wie? Wir müssen wahrscheinlich erstmal hier mit irgendwas machen. Warte mal. Nein, geht auch nicht. Hier drüben. Genau, hier haben wir das übrigens herbekommen, oder? Ich meine, hier war das, genau, da war das, glaube ich, drinne. So war, ach, hier ist auch der Hinweis übrigens, der Vogel und die Libelle, nennen wir sie mal. Und hier sieht man es nochmal, Moment. Hier. Vogelauge und Libelle. Genau, das war der Hinweis, den ich eben komplett übersehen habe, ehrlicherweise. Okay, warte mal, da haben wir geguckt. Wir gehen nochmal beim Sarg gucken. Ne, zum Sarg. Es kann nicht sein, dass wir hier nur hoch und runter schieben können. Da muss doch irgendwas mit gehen. Put your hands up for Percival an den Schiebereglern und am DJ-Pult. Oder vielmehr am Sarkophag. Okay, warte mal. Wie gesagt, ich kann ja nichts greifen, machen, tun. Aber, Moment, mir fällt was ein. Wir können mal Okular benutzen. Okay, er wartet beim Tempel. Ja, ich glaube sowieso, dass wir den Montgomery noch wiedersehen werden. Hab ich irgendwie so im Gefühl. So, da kommen wir nicht mehr dran. Aber es sieht auch nicht aus, als wenn da noch eine weitere Einkerbung wäre, die wir nutzen können, um das Amulett da reinzulegen.
Nee, ist auch nicht, ehrlicherweise. Oder warte mal, kann ich hier nochmal? Nee, kann ich auch nichts verändern? Ah, Freunde, ich will den Hinweis nicht lesen. Ich will es so schaffen. Er wartet beim Tempel. Warte mal, warte mal. Komm, gehen wir nochmal hier rüber, benutzen überall das Okular, damit ich wirklich an jeder Station einmal war, nochmal uns geprüft habe. Können wir aber nichts machen. Hier können wir nichts machen, nichts greifen. Dahinter ist auch nichts versteckt. Ja, Waage. Immer dieses Wagensymbol. So, was haben wir hier? Moment. Muss über ihn richten. Ja. Wie gesagt, habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Das gehört ja auch quasi mit in den ägyptischen, ja, zur Geschichte, Mythen, was auch immer. Wenn ich mich richtig daran erinnere, haben die, glaube ich, gedacht, die Ägypter, wenn sie sterben, dann wird ihre Waage, beziehungsweise ihre Seele auf eine Waagschale gelegt. Und wenn sie halt ein guter Mensch waren und die im Gleichgewicht ist, dann kamen sie ins Paradies. Irgendwie so war das. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Was haben wir denn da? Muss ihn an. Am Anbeginn finden. Und überall diese abgespaceden Symbole. Da ist auch nochmal die Waage. Das Herz, genau. Das Herz wurde in die Waage gelegt. So war es, glaube ich. Und dann wurde geschaut, bist du ein guter Mensch gewesen oder nicht. Ja. Ich behaupte, ich bin ein guter Mensch. Ich gebe mir zumindest Mühe. Wie kommen wir denn? Oh, Freunde, sollen wir einmal spinksen? Ich meine, ich bin jetzt. Sollen wir einmal spinksen? Komm, einmal spinksen wir, okay? Ausnahme, also. Der obere Teil der Truhe bei der großen Steintafel hat sich gedreht und ein neues Fach freigegeben. Darin liegen zwei Gegenstände, die ich an mich nehmen kann. Der obere Teil der Truhe. Bei der großen Steintafel hat sich gerade. Okay, warte mal. Der obere Teil der Truhe. Ach! Okay, wow. Ich kann die Dinger einfach aufheben. Ah! Oh, Mann! Da hätte man auch drauf kommen können, weißt du? Das meine ich. Okay, mystische Musik. Hört ihr das auch? Hört ihr das Rauschen? Okay, Freunde, jetzt können wir die wahrscheinlich hier einsetzen. Okay, nächstes Mal versprochen, lesen wir den Tipp nicht, dann versuche ich erstmal. So, pass mal auf jetzt. Ah, okay, warte mal, da vorne. Das sind die mystischen Geräusche gewesen. Der Brief. Also. Nacht für Nacht komme ich hierher, nachdem all diese ignoranten Narren nach Hause gegangen sind. Die Linse hat mir die Augen geöffnet. Ich kann es nicht fassen, dass ich einst so blind war wie sie. Die Arbeit ist anstrengend, die Müdigkeit nagt an meiner Konzentration. Ich höre in letzter Zeit Geräusche, Geflüster, Stimmen. Beim Sarkophag sind sie am lautesten. Holy shit. Nicht, dass der Tutelch-Amut, der da drin liegt, nicht, dass der auf einmal wach wird. Warte mal. Okay. Ich hab's mir fast gedacht. Oh, sieht so crazy aus. Es ist richtig nice, ey. Ehrlich, Leute. Ich feiere das Game. Okay, so, wir haben jetzt hier. Schön am Bart reißen. Ach, krass, okay. Eine. Was? Eine Steinkachel und eine Schaufelkachel. Okay, warte mal. Dann müssen wir die wahrscheinlich jetzt da drüben einsetzen. Ja, Mann, okay, das wird sein. Yes, zack. Ah, okay, geil. Jetzt können wir den Pin verschieben. Oh, Leute. Oha, warte mal. Oh Gott, was habe ich gemacht? Das war gerade ein kleiner. Oh, nice! Okay. Okay, hierin besteht die Schwierigkeit, alles klar.
Warte mal, warte mal. Wir müssen. Nee, so. Nein. Also wir müssen das Ding wahrscheinlich wieder dann hier rüberbringen, weißt du? So hier oben rein. Aber am besten so. Ach, das ist gar nicht mal so einfach mit der Hand gerade. Warte mal. Nee, oder? Oha, Freunde, das kann ja was werden. Warte mal. Kurz, warte mal. Einmal kurz sammeln. Wir haben hier oben angefangen. So. 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 Nein! Okay. Aber das macht keinen Sinn, denn der darf nicht grün sein. Der muss aus sein. So, weißt du, was ich meine? Oh Gott. Das ist ja was, sag ich euch. Ich bin höchst konzentriert gerade. Okay, das ist echt knackig, Leute. Das ist knackig. So, und jetzt müsste das Ding wahrscheinlich wieder hier oben reinfahren. Wenn ich ihn jetzt aber rüberziehe. Er wandert einfach von alleine? Okay. Ah, oder? So, ja. Yes! Got it! Oder auch nicht, warte mal. Oder muss er hoch? Der muss wahrscheinlich hochfahren. Oh, yes, baby! Geil, okay, erste Klappe ist offen. Huh, gar nicht, das ist echt nicht einfach, Freunde. Sag ich euch, wie es ist. So, okay, okay, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Also, die müssen alle blau sein, beziehungsweise leuchten. Okay, fangen wir erstmal ganz smooth an. Okay, wir müssen also. Ne, wir müssen quasi von hier kommen. Okay, 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 warte, ich hab eine Idee. Ne, 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 warte mal, warte mal. So. Wir müssen von hier kommen und dann den. Das muss der letzte Zug werden. Das muss der letzte Zug werden. Nee. So, jetzt habe ich es, glaube ich. Yes! Yeah, baby! Haha, geil! Okay, was haben wir denn hier? Alles klar. Das dürften die Statue. What the heck? Ein Drahtkorb mit dem Kopf eines. Oh! Okay, das ist eklig. Es tropft sogar noch so ein bisschen. Da sind echt so eingeweide Gedärme drin. Mit dem Kopf eines Pavians. Okay, ja, das sind dann wahrscheinlich die Innereien des Pharaos. Aber nice, wir wissen, wie es weitergeht. Die kommen nämlich jetzt hier rein. Pass mal auf jetzt. So, hier der Hund nach rechts. Gehen wir mal der Hunk. Der Hunkedorren. Okay. Dann der Mensch ist links. Okay. Okay, ich kann es nur so draufsetzen, nicht reinschieben. Der Adler nach unten. Und der Affe nach oben. Okay. Let the magic begin. Okay, Freunde. Sollen wir in den Mund gucken? Dr. Parzival macht jetzt hier eine Wurzelbehandlung, Kollege. Bist du soweit? Auf geht's. Nein, bitte nicht.
Oh Gott. Oh. Ich wusste, das war eine schlechte Idee. Oh, krass. Holy shit, Freunde. Bleib schön liegen, Kollege, ne? Nicht jetzt hier einen auf nachts im Museum machen und anfangen rumzurennen. Oh Gott, ich bin kurz erschrocken, dass wir im Bereich rausgekommen sind. Okay, alles klar, geil. Völlig verrückt, Freunde, völlig verrückt. So, pass mal auf. Wir haben jetzt hier diesen runden, jetzt kann bestimmt... Ja, klar, muss. Die Farben und alles. Yes. Ey, völlig verrückt. Ist das sein Herz? Ein menschliches Herz, Leute. Okay, und jetzt müssen wir das Herz auf die Waage packen, denn wir wissen ja, es wird geprüft, ob seine Seele rein war. Und das machen wir, glaube ich, hier. Gib mir mal das Herz. Oh, wie geil ist das bitte gemacht, ehrlich. Alles klar. Ich glaube, wir brauchen das Okular. Wow, okay, das meine ich. Es geht einfach abgespaced weiter, Freunde. Das nächste Rätsel. Okay. Warte mal. Das ist ein blaues Seil. Wenn ich das durchtrenne, dann wird wahrscheinlich geguckt, ob sein Herz rein war. Und zack. Wir müssen es durchsäbeln sogar. Nice. Oh. Sieht nicht aus, als ob sein Herz rein war. Krass, krass. Okay, was passiert? Oh nein, what the heck? Okay, sein Körper wird in die Unterwelt gezogen vielleicht. Ey, das Spiel hat so krass Horrorpotenzial, ehrlich. Es ist einfach nur harmloses Rätselraten, aber theoretisch könnte man das auch richtig gruselig machen noch. Okay, warte mal, komm, wir gucken nochmal durch. Gönnen uns nochmal den Geist, wie er den Sarg untersucht. Montgomery, wir sind ihm auf den Fersen. Wir sind Montgomery auf den Fersen. Okay, alles klar, Freunde. Nächste Notiz. Die Leiche ist weg. Was haben wir hier? Er hat schon immer existiert. Er hat schon immer existiert. Seit Anbeginn. Wartend. Am Anbeginn wartend. Beim Tempel. Sie warten alle. Am Anbeginn. Ich sehe sie. Sie sind nicht blind wie ich. Hm. Okay. Wisst ihr Bescheid, ne? Warte mal. Ich glaube, wir müssen das Okular nochmal nutzen. Yes. Nochmal einmal der abgespacete Blick in die Zukunft. Oder Vergangenheit vielmehr. Alles klar, er hat den Salzstreuer. Oh, Leute. Was passiert hier? Geil, alles klar. Ein sonderbares Artefakt. Ja, das ist ein sonderbarer Salzstreuer, sag ich doch. Okay, wo müssen wir den hin tun? Lagerraum des Museums. Wir haben's. Ah, okay. Er kommt wahrscheinlich hier drauf. Okay. Was passiert? Kommt der nächste Brief aus Hogwarts? Also gut. Willkommen zurück, Detective. Vielleicht verstehen Sie nun, welcher Gefahr wir ausgesetzt sind. Das Artefakt, das Sie an sich genommen haben, trägt nun die pure Essenz, die Seele, wenn Sie so wollen, des Professors in sich. Sein Opfer wird meine Arbeit weiter vorantreiben, sodass ich diese arkanen Kräfte unter meine Kontrolle bringen kann. Widmen Sie sich nun einer weiteren verlorenen Seele. Dieses Mal handelt es sich um einen Diener Gottes. Er war auf der Suche nach einem längst vergessenen Relikt. Sie müssen ans Licht bringen, was er entdeckt hat. Der Meister. Okay, Freunde. Ich habe so eine ganz komische Befürchtung. Okay, wir haben die zweite Seele befreit, wie er sagt. Könnte es sein, dass der Meister
Ja, ich weiß nicht, ob das Montgomery ist. Ich glaube, dass Montgomery benutzt wurde von dem Meister. Von wegen so, hier, mach mal meine Aufgaben, damit ich zurück in die Le Welt der Lebenden kommen kann oder so. Irgendwie sowas abgespacedes vielleicht. Und da sieht man, was er gemacht hat. Okay, das ist die nächste Seele, die wir ja, retten, befreien müssen, whatever. Der Diener Gottes. Alles klar, Freunde, wir sind in irgendeiner Kapelle angekommen, glaube ich. Eine Kirche, okay, es ist eine Kirche. Vielleicht hat dieser Pfarrer... Mist, nicht schnell genug gelesen. Okay, Freunde, alles klar. Museum haben wir abgeschlossen. Wir sind im nächsten Level angekommen. Deswegen würde ich sagen, perfekt. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns wie immer in der nächsten Folge. An dieser Stelle die Bewertung nicht vergessen. Ganz wichtig, denn gönnt ihr mir, gönne ich euch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.